Moin, moin, eine neue Runde. Satisfactory, 31.12. Ja, kommt alle gut ins Jahr 2020. Wenn ihr das heute schaut, wenn ihr das morgen schaut, dann seid ihr ja schon da. Ich nehme das auch am 31.12. auf, bevor ich auf Arbeit gehe. Das ist mal 5:15 Uhr in der Früh. Ja, so ist das, ne? Okay. Und die machen wir jetzt heute schnell fertig. Was ich kurz einen Hinweis mache, ich habe die Experimental, die sind Videos, nie jetzt gespielt, die aktuellen. Ja? Da sind mir zu viele Bugs drin. Was aber da drin ist, sind 7 neue Items, die nennen sie aktuell als Platzhalter Weltraumlift 1 bis 7. Und unter anderem zwei dieser Weltraumlift-Items, wer was auch immer die dann im neuen Patch benutzt werden, die brauchen Rotoren. Ich gehe davon aus, dass man das später braucht zum Freischalten. Die werden mir, also um die vorzuproduzieren, müssen wir die Experimente spielen. Da gucke ich jetzt mir das nochmal an, vielleicht, wenn ich heute Abend nach Hause komme oder morgen. Muss man mal gucken, ob das funktioniert, weil, wie gesagt, in diesem Experimentenbild gibt es viele Bugs. Ja, das schauen wir uns doch mal an. Das wird jetzt aber heute hier in Betrieb genommen. Ich habe erst heute früh gedacht, habe ich mich hier verkalkuliert, das Problem. Habe ich auch. Warum? Weil wir 18 Stahlrohre brauchen pro Minute. Hier stehen 14 Maschinen. Ja, 14. Wir stellen her. Tada. 60? 60. Also hier auf dieser Seite 60, auf dieser Seite 60. Ergibt. Ja, nach Adam Riese? Au, 120. Mit 14 Maschinen, die 18 Stahlrohre brauchen. Wie weit kommt? Da. Ein Denkfehler. Ich glaube, bei der Planung habe ich nicht mit 7, habe ich nicht mit 14 gerechnet, sondern mit 7. Oder sowas. Und Übertaktung, glaube ich. Ja, da liegt dann wohl der Hase im Pfeffer. Das ist jetzt aber erstmal Latte. Wir nehmen jetzt dieses Ding in Betrieb. Nicht mit allen Maschinen. Gucken hier. Da kommt die Dings. Und dann muss ich es noch ausbauen. Ist doch alles angeschlossen, ne? Wenn nicht alles toll. Im Experimental kann man übrigens die Strommasten nicht mehr auf die Dinger hier setzen. Das geht nämlich, wenn man ein Kabel zieht. Also hier jetzt ein Kabel und dann kann man Strommasten drauf setzen. Das geht im Experimental nicht mehr. So, aber das ist ja jetzt erstmal das, der bestellt. Ja, genau. Hitbox. So viel dazu. Okay. Wie tun wir das? Warte mal, wie tun wir das? Und zwei von denen. Ich bin mal ins äußerste Ende. Zeig mal her. Ich wusste doch irgendwo, mir kam das die ganze Zeit so komisch vor, dass ich die irgendwo massiv. Verrechnet habe. Also verrechnet habe ich mich nicht, nur während das dann gebaut wurde, die falsche Anzahl an Maschinen genommen. So sieht es, glaube ich, eher aus. Dass da das Problem liegt. Und jetzt mir nicht alle in Betrieb nehmen können. Ist mir keinen aufgefallen. Ne? Oder doch, wollte ich nicht sagen, dass man sich übrigens auch mal rausnehmen. Das fixe ich dann. Nee, das fixe ich nicht. Wir müssen das ja irgendwie bauen. Geht dieser blöde Strommast jetzt hier. Das steht genau auf der Linie. Geht da. Und du? Du stehst hier. Genau auf der Linie, wo ich jetzt stehe. So, Strom. Und ich
das hier zumache. Und dann müssen wir gucken. Jetzt ist natürlich. Ja, der ist voll, ne? Da steht noch einer. Voll. Ja, okay. Das ist nämlich auch die Flugstation angebunden. Kriegen wir jetzt wieder Bandsalat hier. Warte mal. Ist aber nirgendwo anders das Strom. Also natürlich ist natürlich Strom vorhanden. Was noch? Das war blau. Ja, ist natürlich ganz blöd jetzt. Ne? Du bist voll, ne? Nee, du bist nicht voll. Wo bist du? Du stehst da. Wie snappt denn der da nicht? So, weil ich das Kabel ziehe, genau. Ja. Weil ich das Kabel ziehe. Jetzt hier. Nein, da sitzt nicht. Wo steht das Ding? Da steht er. Da sitzt er drin. Oh. Dann holen wir das Gerät schafft. Das Gerät. Der Gerät, nicht das. Der Gerät. Basecamp, ne? So, das ist wieder. Ist schon, ne? So, warte mal. 1, 2, 3. Machen wir das mal. Hab ich schon ein Rezept? Weiß ich jetzt gar nicht. Oder irgendeine Kabel. 1. Ich schließe erstmal Adam und Strom an. Alle in Betrieb nehmen können wir sowieso nicht, weil wir verrechnen, ne? Weil verrechnen. 2. Und warte mal. Hier. Da wird schon fleißig produziert. Warte mal. Na? Doch da hinten dran, ne? Ja, danke. 1, 2, der ist hier auch angeschlossen. Na ja, komm. Dann schließen wir die hier noch an die an. 1, 2. Das hier nochmal. Es ist natürlich jetzt, wenn ich da hinten die Zulieferung für die Barren. Ne? Zulieferung für die Barren. Das Problem ist ja, dass wir da auch nicht genug haben bei der Zulieferung für die Barren. Ja. Das ist natürlich jetzt unsere Sache, die ist angeschlossen. Ne? Ja, danke. Ausgasen. Vorlaufen. Dann nehmen wir mal hier. Die 7 müssten eigentlich funktionieren. Also über Rotor. Ja. Alternativer Rotor. Kabel auch noch nicht, aber da muss man mal gucken. Das kann sein, dass ich das von den Rotoren tut es ja gut, weil die Maschinen waren ja voll. Denke ich hier fest. Die Maschinen waren ja voll gelaufen. Ja. So, jetzt nehmen wir das mal kontrollieren. Das Band läuft ja schneller, weil er sich. Ich kann 60er, aber das sind 60er, aber das sind 60er, aber das ist aber hier, weiß der Geier, was man kann. So, jetzt muss man hier mal uns die Kabelmaschinerie anschauen. Die
sieht eigentlich ganz gut hier aus. Nicht, dass ich da jetzt noch irgendwo ein falsches Band drin habe. Ich muss nochmal hier kontrollieren, wie viel machen wir. 45 Minuten. Der hier staut aber schon noch. 1, 2, 45 die Minute. Das Prüfung da. 2. Du bist ein MK3-Band, ne? Ja. Okay, dann will ich auffixen, auch noch. Alles klar. So, also 45 die Minute. Aber ab. 45 die Minute ist hier 90. 180. 70. 360. Das ist die Bänder dann austauschen. So, 360. Das sollte aber eigentlich mit dem hier funktionieren. Warte mal, 360. 60. Zehn Tage. Welches Rezept wollten wir denn hier nehmen? Warte mal. Hier stimmt doch was. Vorne und hinten. Alternativer Rotor. Das können wir nicht nehmen. Jetzt sieht die Anlage gut aus, aber hier, wie, was habe ich denn da gerechnet? Der braucht 60 die Minute. Das ist ja bei 600. 720 bei 12. Das ist ja das Maximale. Warte mal. Hier. 87. 13 Uhr Stunden. Dann ist das Band voll. Dann ist das Band voll. Das ist jetzt nicht das Problem, glaube ich. Puffer ist nicht das Problem. Das muss hier. Ich habe dann, glaube ich, zu viel gebaut und gesagt, es stimmt schon. Ich habe dann, glaube ich, gesagt, wir wollen mehr und schalten aber nur einen Teil davon ein. Das ist die einzige, was bist du? Du bist ein normales, aber es steht hier nur auf 240. Das ist natürlich nicht da. Der voll läuft, ne? MK3. Der läuft voll. Die läuft natürlich auch voll. 30 Minuten. 60. 120. Was sind das? 30 Minuten? Ja, okay. Hier 60. 120, 180, so 10, okay. Okay. Ohne den zu übertappen. Er geht nicht ohne den zu übertappen. Schauen Sie sich schon, wie fand der eigentlich Zwischenspeicher hinter. Können die zwischenspeichern. Okay. 7 haben wir jetzt in Betrieb, ne? Die anderen sind alle aus. Ja. 7 in Betrieb. Gut, Zulieferung ist jetzt aber erstmal. Wurscht, wir nehmen das Ding jetzt erstmal hier in Betrieb, indem wir
auch mal jetzt hier so wirklich schwer die Bahnlinie anschließen. Weil die Rotoren in den ersten. Wie sitzt noch als Bahnhof? Ne? Ah ne, hier wird schon entladen. So, hier muss das Gelumpe rein. Sein. Mal gucken. Machen wir dann dieses Lachen. Wo ist das Zeug? Das ist auf jeden Fall nicht. Wo ist das Zeug? Warte mal. Komm jetzt hier wieder raus. Bin ich gefangen hier. Ich komm nicht raus. Hier kommen wir raus. So, wo ist das Zeug? Hier. Nee. Da. Hier müssen wir jetzt mal gucken. Hier ist das Zeug. Diese zwei sind wegen der Optik da. Das ist da. Ah, der Seite des Bandes. Noch die dicken. Kann man wegmachen. Also da kann man die flachen hinmachen. So. Das müssen wir jetzt aufmachen. Hier Erdarbeiten haben wir schon mal. Erdarbeiten. Stein kann man wegsprengen. Der ist nicht das Thema. So, lass mal hier gucken. Und hier gucken. Hier gucken. Hier sind wir auf dieser Seite. Also hier. Zack. Kommen wir nicht rüber. Sieht aus wie. Natürlich kommt, natürlich kommt man da rüber. Allerdings. Wie, ne? Spaghetti, warte mal, was ist denn hier Spaghetti war? Zwar da, hier ist das meiste Platz. Wie hoch gehst du? Okay. Ich komme aber dran vorbei. Ich habe hier nur zum Peilen gehabt. Natürlich, wir gehen auf dieser Seite hier weiter. Das ist das Problem. Ja, das wollen wir nochmal zumachen. Okay, dann hier, bitte. Nochmal hier gucken. Fundamente. Einser, Fundament. Einser, Fundament. So, du kommst noch mal weg. Ja, wir gehen hier dran vorbei. Was ist das Ding? Ja. Es geht natürlich hier bestimmt nicht um Förder. So. Also nicht gefördert, aber genau wie. Okay. Warte mal, dann machen wir hier nochmal ein Fundament hin. Ich in die rechte Seite. So, so, so. So. Wart noch so lang. So, jetzt machen wir hier. Was ist das eigentlich für ein Lift? Das krieg ich gar nicht angezeigt. Was dann? Okay, ja. Oh. Okay, warte mal. Da wollte doch eben hier rum. Wo war denn jetzt nicht mehr? Ah, jetzt wieder. Hä? Wo ist denn der da hin? Komm mal hoch. Sollten wir da rauskommen? Jawohl. Okay. So, dann hier machen wir das mal so. Was hätte der eigentlich? Hier rumkommt, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Das ist ein Speicherfreeze. So. Brauche ich eigentlich den Fünferband? So, nein. Das ist, wie gesagt, das sind so Sachen, die mache ich auf Bände austauschen. Nur weil ich jetzt. Nein.
wenn ich das Material hier habe. So. Da hinten ist das Band. Wir gehen aber hier weiter. Ist ja nötig. Ja, und da braucht ihr die Luft wieder. Machen wir den nochmal weg. Und wir brauchen nur die Luft, damit wir die Platten da hinkriegen. Ah, hier kann ich schon nicht mehr laufen. Ah, okay, alles klar. Ah, da muss ich den mal kurz wegmachen. Was geht da oben drüber? Dass mir was nicht geht. Ah, sehr schön. So, wo steht das Ding? Hier, circa. Ich habe hier keinen Snap-Punkt. Machen wir das mal hier. Und ja gut, da ist jetzt wieder das klar, weil der von oben nach unten geht. So, dann brauche ich hier aber wieder so einen blöden Snap-Punkt. So, warte mal. Ach Gott, geht das wieder los? Warte mal. Ist der wahrscheinlich zu hoch. Was soll ich meinen? Jetzt ist der zu hoch, wenn ich nämlich jetzt hier. Alles klar. Ist der Bescheid. Das nämlich so machen. Komm mal rum. Das wird jetzt toll. Hier keinen Snap-Punkt haben. Warte mal. Hier muss der sein. Hier muss der sein. Tief. Warte mal. Ach, das ist jetzt hier so tief. Sag mal her, wenn wir nochmal abweichen will, erstmal ist der Snap. So, der muss nämlich von unten nach oben. Ja, die ganzen Rotoren in meinen Postfach, in meine Tasche. Warte mal. Gehst du auch raus, ne? Ja, der geht raus. Und du? Auch raus. Der ist schon wieder frei. Du bist frei. Haben wir jetzt Glück, dass der vielleicht hier unten snappt? Hier ist nämlich mehr Platz. Warte mal. Oh, Fundamente. So, da ist der unten. Geh mal weg. Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht haben wir Glück. Logistik. Wir können ja auch mal Glück haben, oder? Wir können doch auch mal Glück haben. Da drin. So, da sind die Rotoren. Das geht jetzt wieder hier nicht zu. Der wahrscheinlich auch nicht. Wenn ich das hier mal. Ja. Doch, da bin ich schon dran. Bin begeistert. So, jetzt läuft hier die Produktion des Zuges voll. Endlich mal. Schauen wir mal zu, damit hier auch keiner reinfällt. Hier ist zu, hier ist zu. Dann gehen wir noch zu. Der geht leider nicht. Da müsste man nämlich einmal den Mod installieren, der die
Kollisionsabfrage gibt es. So, du, Sicherheitsbedenken. Zack. Ach Gott, hier ist auch noch. So, dann haben wir hier noch Fundament. So. Rotorproduktion am Start. Leider natürlich alles andere als effizient. Ja, leider alles andere als effizient, so soll das natürlich nicht sein. Weil die Menge nicht passt. Hier schon. Bin ich nicht immer. Gut, das sind unterschiedliche Geschwindigkeiten, ne? Lass uns doch mal hier. Müsste aber eigentlich funktionieren. Doch, das funktioniert. Der ist schon richtig. Wir hatten der jetzt eingezogen. Ist da drüben noch einer an? Ja, einer ist an, da drüben. Einer darf produzieren. Einen haben wir es erlaubt. So. Ich guck jetzt erstmal. Ich mache erst nochmal schön arbeiten im Off. Ja. Da geht das nicht anders. Ein bisschen was verkleiden und Co. Und dann gucken in der nächsten Folge. Ich lasse es erstmal laufen. Der soll erstmal volllaufen. Das ist jetzt erstmal wurscht. Es kommt ja noch bald den Experimentenpad im Januar. Dass wir die Stratoren bekommen. Das waren ja Rotoren. Jetzt brauchen wir noch die Stratoren. Das sind diese Menschen hier. Teile. Stratoren. Da haben wir die und die. Oder die und die. Die brauchen wir aber auch für diese komischen Weltraumliftdinger. Wir brauchen die Rotoren und die Stratoren. Turbotrad. Und wieder diese Fässer. Warte mal. Turbotrad wird damit hergestellt. Ne? Ja, geil. Die 120 Meter in die Richtung. Ach, da weiß ich, welche Dienst das ist. Was haben wir denn hier eigentlich noch an Kupfer? Okay. 128 Meter. Gut, das ist das. Die 120? Oder? Ach ja, genau. Deswegen habe ich das Ding ja da hingestellt. So sieht's aus. Alles klar. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Punkt vor uns neue Jahr. Ja, baut nicht so viel Mist. Alles Gute euch. Wir sehen uns dann. Bis dann. Ciao, ciao.